little trouble. Why you got to be like that? So, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play GTA San Andreas an diesem wunderschönen Sonntag. Kurze Information an euch, ich werde jetzt in GTA San, also bei den nächsten GTA San Andreas Parts keine Kommentare mehr beantworten, denn jetzt nicht enttäuscht sein, denn ich werde jetzt sozusagen Zusatzvideos machen. Ich weiß nicht, wann die kommen werden, aber ich werde die machen. Da werde ich einfach mal, also das ist also extra Video, wo ich Fragen beantworten werde, und die werden meistens dann wahrscheinlich 4-5 Minuten oder so gehen. Und das sind halt so welche extra Videos, die ich dann später hochladen werde. Und ja, es wird aber nicht mehr bei den GTA San Andreas Parts erfolgen. Ihr könnt mir weiterhin Fragen, also stellen in den Kommentaren. Ich werde die dann in einem extra Video sozusagen beantworten dann halt. So, also ich bin halt lustig drauf und möchte das gerne machen. So, wir gehen jetzt mal in das Four Dragons Casino und sprechen mit Woozy Moo. Die Musik ist mir noch so hammergeil. Yeah. Und der Bodyguard immer noch derselbe. Oh mein Gott. Wir wissen jetzt, dass es die Syndicate Family ist. Wir müssen die jetzt down bekommen. Explosive Situation. Hahaha! The glorious sound of a hole in one. Great shot, boss. Thanks. Not bad, Woozy. So. The Sindaco family was behind the attempts to sabotage our venture. I wonder why it's only them and not the others. Probably ain't just them. Rule of the streets, don't snitch. What we need is to hit the Mafia casino. Yeah, go jack the place. Hey, hitting a casino isn't like gangbanging. It's a whole different league. Yeah, you right. It'll take some planning, but I'm down. She always wanted to pull a heist. What the? Ah, bad luck. Listen, you're gonna need a crew and some special equipment. Yeah, it'll take some explosives. Always gotta blow up shit to pull a heist. You know what? There's an open cast mine southwest of the city limits. They must have explosives. I'll go peep it out. Ups, dann habe ich mich vertan. Begib dich zum Steinbruch. Nicht die Syndicate-Familie, sondern die Sindaco-Familie. Oh mein Gott, da ist ein wunderschönes Bike. Das will ich haben. Und jetzt müssen wir zu Hunter. Nein, scheiße. Zu diesem. Zu der Tagebau da gehen. Also fahren eher gesagt. Und da hat mir ja ein wunderschönes Mythenvideo gemacht. Also, wieso wir? Ich hatte schon ein wunderschönes Mythenvideo gemacht. Und hochgeladen. Und jetzt werden wir gleich sehen, dass dort NPCs und so weiter da sein werden. Wow. Es ist immer schlecht, auf dem Highway im Gegensatz zu fahren, vor allem mit einem Bike. Weil die Fahrer nicht gerade sehr nett sind auf Highways. Denn die rasen alle mit einer Mordsgeschwindigkeit hier. Natürlich, ich knall nicht gegen einen Wagen, ich knall... Ja, natürlich, der Chauffeur kämpft gegen einen Polizisten, das ist natürlich schlau. Und der Polizist hat einfach ab. Typisch Las Venturas. So, wir sind jetzt hier. Und da sehen wir schon mal die ersten Arbeiter. Geh in den Steinbruch und klau das Dynamit. Das Dynamit ist scharf gemacht. Schnapp es dir, ihr die Arbeiter sind. Du brauchst etwas Schweres, um diese Kisten aufzubrechen. Okay, oh, tut mir leid. Danke. Hol dir das Dynamit, er der Zeitzünder abgelaufen ist und es explodiert. Ja, super. Ah, fuck it. Was? Ich habe nur so wenig Zeit? Ernsthaft jetzt? Scheiße. Okay, YOLO. Okay, zum Glück haben wir ein paar Waffen. Wie viele Waffen? Ah, okay. Ich brauche was Schweres, um das zu zerstören, die Kisten. Und da sind, wie wir sehen, jetzt Arbeiter. Mit oder ohne Waffen? Ich weiß es gar nicht, aber ich steig mal einfach mal hier in diese. Kann ich mal bitte ausschränken, danke. Ups. Nimm das wieder mit. Oh mein Gott, ey. Muss ich verarschen. Ich muss mal gleich mein Radio wieder wegstellen. Ein von vier Stangen. Oh, steig doch in dieses. CJ. Machen hier nicht einen auf dumm.
Alter, ich habe relativ wenig Zeit, das zu machen, obwohl das geht eigentlich. Obwohl, eigentlich muss ich diesen Zeitzünder schnell ausschalten. Ey, Bitch. Stay cool. So. Someone call security. Stirb. So, Detonation ist jetzt ausgeschaltet worden. Und jetzt haben wir alle Zeit der Welt. Ach ja. Dann können wir jetzt mal die letzte Stange holen. Ah, ne, natürlich. Und dann können wir uns trotzdem mal die letzte Stange holen. Ja, damit. Ihr habt keine Waffen. Oh, wie süß. Na, ihr? Alles fresh? Fahr mit dem Dynamit nach Hause. Okay. Wir fahren mit dem Dynamit nach Hause. Oh, nee. Die Security versperrt den Ausgang. Mit Shotguns in der Hand. Nimm das Gelände, Motorrad, und finde einen anderen Weg hinaus. Aha. Ich wusste es doch, dass es hier wie Rampen darstellen sollen. Also so eine Art Stuntschlucht. Stuntsteinbruch. Die Leichen verschwinden nicht. Und es ist ein ziemlich heftiger Sandsturm gerade da. Boah, das macht uns nichts aus. Oh mein Gott. So, wir müssen einfach diesen wunderschönen Fallen folgen. Oh, hallo. Schön, dich mal wiederzusehen. Du bist des CJs nicht würdig. Lahme Security. Vorsichtig. Das haben die ganz schön tricky gemacht da. Aber nee, auf diesen Trick fall... Auf diesen Trick falle ich nicht fallen. Und das werde ich auch nie. Hoffe ich. Und wir sind hier rüber. Jetzt müssen wir da hoch. Ich versuche gerade jemand abzuschießen aus einer größeren Entfernung. Fuck it! Wir brauchen mehr Geschwindigkeit. What the fuck? Alter. Wir brauchen mehr Geschwindigkeit. So, wo ist er? Da ist er. Oh, der hat mich sogar getroffen, dieser Bitch. Jetzt bring das wieder mit zum Übergabeort. Okay. Alter, was geht denn hier ab? Das sieht gerade so aus, als ob da hinten gerade irgendwas explodiert ist. Irgendwie so, die Welt geht jetzt gerade unter. Das sehe ich jetzt gerade zum ersten Mal. Delivery for Woozy. Hey, you be careful with that. Schau im Steinbruch vorbei, um die Steinbruch-Nebenmission abzunehmen. Okay. Mission erfüllt und dafür haben wir $7,000 und Respect, Bitches. Yeah. Was ist das denn da? Du kannst dieses Fahrzeug drüben bei den Easter Basin. Ja, nee, dann danke. Was ist das denn da für ein Dollarzeichen, was gerade erschienen ist? Lass uns doch mal anschauen, was das bedeutet. Irgendwie erinnere ich mich gerade schwach, was das sein soll. Und die Welt geht nicht mehr runter, okay. Was zum Teufel soll das denn? Und das ist jetzt andere Mission oder was? Irgendwie erinnere ich mich schwach daran. Aber können wir ja mal nachschauen. Und es ist wieder wahrscheinlich im Casino. Aber ich würde aber trotzdem gerne mal die Triaden-Mission zu Ende machen. Vielleicht ist das einfach nur so Money, Money, Money Mission. So. Und fröhliche, gute Neuigkeiten. Ich werde bald. Ich werde bald meinen neuen PC haben. Und dann kann ich neuere, also die neuesten Spiele kann ich dann damit
aufnehmen, spielen für euch und so weiter und so fort. Far Cry 4 Let's Play wird es wahrscheinlich auch geben. Und Assassin's Creed Unity auch wahrscheinlich. Und wir machen weiter. You've had your chips. Hit me. Are you sure, man? Yeah, I'm going for a 5-card hand. Come on. Okay. Here. I'm a stick. What you got? How would I know? You tell me. Not good, man. You got a 47. Damn. You're bad luck for me, you know? When I play the other guys, I always win. Boss, take a look at these two chips. One's a fake. That's amazing. You didn't even touch him. Nah, I just took a guess. Why else would he come in with two chips and sound so worried? You take a look. Oh yeah, the dragon on this got the sunglasses and a white stick. Insolent bastards! I'll make sure the cashiers are extra vigilant. It's obvious where these chips are coming from. The Sindaco family owns a plastics factory across town. I'm gonna blow it to shit! Man, look, don't trip. I got you on this. Und wo sie blieb, wie ein Badass stehen. Begib dich zu der Fabrik am Stadtrand. Du musst ihnen einen Strich durch die Rechnung machen. Oh, das werde ich. Die sollen den Zorn von CJ höchstpersönlich kennenlernen. Oh, guck mal, da war Elvis Presley gewesen. Oh Gott. Obwohl, ich glaube, Elvis Presley ist schon in diesem Jahr schon längst tot. Oh, scheiße, ich hab... Oh, nee, das kann doch gar nicht sein. Nein. Ich habe Elvis Presleys Sterbedatum vergessen. Was, willst du mich verarschen? Oh nee, so eine Schande. Schande über mich. Motorrad-Skills haben wir jetzt gerade aufgelevelt. Ja, nice. Und hier ist ein Bing-Code. Hier ist ein Krankenhaus. Hier ist ein Wagen, welches ich nicht leiden kann. Eine wunderschöne Dame. Ein schöner Polizist. Ein wunderschöner Bauarbeiter. Irgend so ein Tourist. Wachmann. Hoffentlich erkennt er mich nicht mehr wieder. So viele neue Leute. Ne, die sind fast alle gleich. Mein Gott. Die sind alle geklont worden. Ne, 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 ne. Nee. Die Leute sollen individuell sein und nicht gleich. Was für eine Welt leben wir denn hier? CJ ist der einzige Individuelle und Sweet und Ryder und Timpini und was auch immer. Die Mafiosi haben einige Wachen. Aber oh, scheiße. Fuck it. Wie kommen wir darüber? Ich hab's gerade nicht durchgelesen, deswegen. Also. Also. Wir sehen keinen anderen. Wir sehen keinen Weg dadurch. Ah, doch. Guten Tag. Hey, who's this character? He looks like a cop to me. We better go on the boat. Oh, schon wieder so ein weißer Typ. Sie rechnen jetzt mit Besuch. Begib dich schnell in die Fabrik. Mann, jetzt habe ich schon wieder... Muss mal kurz... Ich muss dann später in meinen Mods und Skins mal nachgucken. Get the boys ready. Production lines gotta keep rolling. Production lines, say it. Somebody's got a fucking death wish if they're starting trouble around here. Oh mein Gott. Russische Leute sind das. Das sind jetzt alle Druckgussmaschinen. Mit Leidenschaft. Und die weißen Typen ebenfalls. Das hört sich leicht rassistisch an, aber scheiße. Hat er gerade eine Shotgun in der Hand? Oh ja. Mit der Shotgun in der Hand kommst du nicht weit. Bitch. Ich muss da ein bisschen mehr mit meinen... Oh, fuck it. Wo ist er denn? Mein Gott! Aha. Also, er war einfach so ein Arbeiter gewesen. Und dann? Sind hier noch welche? Oder sind schon... Oh, nee, doch nicht. Natürlich, man kann hier logischerweise nicht durchschießen. Wow. Was für ein realistisches Spiel. Aber trotzdem, es geht ja San Andreas um ein geiles Spiel. Nicht wahr? So. Mann, Gott, ich möchte endlich zwei Uzis haben. Zwei Mikro-Uzis. Nee, nee, nee. Kann ich nicht so zerstören, scheiße. Und dann muss man die so zerstören.
Gabelstapler, los, ran an den Speck. Wofür hat man Granaten? Jetzt mal ernsthaft, so. So, die ersten. Die anderen. Jetzt noch das da hinten. Jetzt das da. Und jetzt dieses da. Das da hinten. Und das da hinten. Oh, fuck it. You want me to shoot you as well? Nee, nee, nee. Die Mafia hat keine Chance. Ha, ha, ha. Ich muss meine eigenen Leute umbringen. Was für ein Spaß. Das da hinten ist nicht zerstört worden. Jetzt aber. Sehr gute Arbeit, der Job ist erledigt. Sieh zu, dass du heil zu Busis Casino gehörst. Heil? Ist jetzt wirklich... Ich soll heil dorthin kommen? Also ich versuche es, aber ich garantiere für nichts. Ich werde gleich hundertprozentig gleich verfolgt von irgendwelchen. Oder? Auf, hallo Feders. Das sieht nicht so aus, okay. Na dann. Ist ja alles gut. Dann können wir jetzt ganz beruhigt zu Busimu fahren. Und in diesen diese wunderschönen neuen guten Neuigkeiten überbringen. Er wird mich lieben, dass ich das jetzt gemacht habe. Und er wird mich einen Heiratsantrag bei mir machen. Dann sage ich nie. I'm not gay. Oh Gott, so. Nein! Ich hab Stern, okay? Nein! Ich hab gerade einen Klon von mir überfahren. Okay, Schande über mich. Oh, Schande über diese Bullen. Oh, scheiße, falsche Richtung. Nein. Scheiß drauf! Ah, ein Stern. Ein Stern kann man ja noch... Oh Gott, Elvis Presley! Oh nein, Babuschka. Heute nicht, auch nicht morgen. Im nächsten Horror in the Game vielleicht, aber jetzt nicht. Ey, Bumpen! So. Wir müssen jetzt außen rumfahren. Ah, oh, hi, ey, so viele Elvis hier. Oh mein Gott. Ey, Diggers. Schön euch zu sehen. Hey Carl, how'd it go? Tell Woozy we'll be getting no more trouble with them counterfeit chips. Mission erfüllt und dafür haben wir $10,000 und Respect, Bitches. So, weiter geht's mit ein paar Triaden-Missionen. Wir werden noch ein paar russische Mafiosis in den Arsch treten. Oder dann, oh, sorry, Bitch. Oder die, ich wollte schon wieder Syndicate sagen, die Sindaco Families. Don Peugeot. Hello? Who am I speaking to? It's CJ. Hey, Truth, is that you? Might be. Might be a government algorithm trying to pick your brain, so don't admit anything. Whatever, man. What's up? I need a favor, Carl. Thought I could cash in some karma chips. Your credit good? I took some fellow travelers deep into the desert on a peyote safari a few nights back. We faced the inner light and communed with the Lizard King. Sound fun. How'd it go? That's the problem. I don't know. I'm in Los Santos. I woke up at a Japanese bathhouse about an hour ago. I have no idea how I got here or where the others are. They're probably fine. I don't think so. They were Brits, a band, and their managers. They have no experience about the desert. Okay, where'd you make camp? I can go have a look. I took them up Arco del Oeste. Fantastic sunsets. Best start looking for them up there. Such Paul und Messer. Mecca. Suche Paul und Mecca. Mecca, Mecca, Mecca. Ah, warte. Ich brauche ein Motorrad. Kommt mir wie gerufen. Nein, das war sein Motorrad gewesen. Fuck it. Ach. Wieso überfahren die Leute hier die. Mein Gott, sind die behindert. Anscheinend schon.
Nicht darf jetzt wieder zurück in die Wüste fahren. Hey, Bitch, ich fahr jetzt mit dir. Okay, dann nicht. Ah, jetzt dürfen wir lange fahren. Naja, ich erzähle euch mal eine wunderschöne Geschichte. Momentchen mal. Wenn ich irgendeine besondere Geschichte hätte. Ich hab nichts Besonderes. Ich hab keine besonderen Geschichten, die ich jetzt euch erzählen kann. Aber, Officer Fettmann. Ach Digga, wie weit müssen wir denn noch fahren? Oh nee, wir müssen diesen fucking Berg da hoch. Scheiße. Und ich wollte schon irgendwo am Arsch der Welt jetzt gleich hinfahren. Ach so, jetzt auf nach Las Brujas. Oi. Las Brujas ist wirklich eine wunderschöne kleine Geisterstadt. Oh Mann, das erweckt Erinnerungen, wenn man hier ist. Aber wir müssen jetzt diesen wunderschönen Berg hinauf fahren nach Paul und Mesa, keine Ahnung, suchen. Okay, wir sind da. Hello? Hey, anybody out here? The truth sitting. Hey, over there. Hey, man, you all right? Fucking hell. I'm fucking hanging. Stone me, bloody crows. Oh, where am I? I don't know, mate. I was having a dream. I was wanking over some fat bird's tits when this twat turned up. Macca, you fucking psycho. You did it again, didn't ya? That peyote was shite. You're lucky I brought some tabs along. I told you a million times not to put stuff in my fucking drink. Oh, piss off, kiddo. Who are you again? Oh, I'm a friend of the truth. He said you guys might need a ride into town or something. But I'm a fucking raspberry. You're not a fucking raspberry. I can't feel my legs, RP. I've wanked the use out of them. Just stand up, you soppy cunt. We go through this every weekend. Ow, ooh. Man, what the hell was y'all doing last night? Anybody got a rag? So where I'm taking y'all? I got a pal, Rosie. He's got some casino gig going down in Venturas. Sweet? All right. Fuck off, String. Oh, charming. All right, ladies, let's go. Come on, fucking northerners. Well, it felt like I couldn't feel him, honest. Aha, okay. Du musst dein Fahrzeug mit mindestens zwei Fahr... Oh. Was? Ernst? So, voilà. Da haben wir doch einen Wagen. So, jetzt steigt ein. So. Weg von hier, ey. Bring Paul und Mesa zur Snake Farm. Okay. Dann würde ich mal sagen, auf zur fucking Snake Farm. Macca, where are the boys? Ach, Macca, okay. I don't fucking know, do I? I remember snakes. Lots of snakes. It's a snake farm not too far from here. We can go check it out. Ich verstehe das. Ich habe das irgendwie. Ich habe keinen Sinn gerade eben gesehen. Das scheint gerade. Begib dich zur Snake Farm. Und jetzt hat er gerade. Pale as a drowned baby, man. Oh Gott. Oh, I think I'm gonna chuck. P, what you need is some food down here. Fried egg sarnie with mayonnaise will sort it. And what about a pickled egg? Oh, pull over now. Als ob der muss kotzen. Och, ernsthaft jetzt. Okay. Here we are. Look familiar? Looks just like Salford to me. What are you talking about? Take a gander at him, fellas. Is that him? That there city boy has gone and been with my prize hog. Now I don't even get no sugar from her. And that one done screwed my sis. I had a terrible aching in my grinds ever since. I'm gonna slap you silly for giving me and my fella the red bumpies. What in tarnation? I'm a fixin' to give you a whoopin' for what you gone and done to my young'uns. Warte, ernsthaft jetzt? That motherfucker. Verpisst euch. Lasst euch nicht mehr blicken. Everybody in the car.
Warte. Oh, nee. Och, ernsthaft, hast du jetzt ernsthaft überfahren? Oh. Ich hätte die umbringen sollen. Och man, Bullen, ihr macht das nur noch schwieriger hier gerade. Oh mein Gott, ey. Ich hab keinen Bock mehr gehabt. Scheiß auf die zwei Sterne, ey. Steigt doch ein, seid ihr behindert im Kopf. Oh mein Gott. Which casino is it? It's called Caligula's. It's on the strip somewhere, I think. Schön für euch. Wegen euch habe ich jetzt Cops am Hals und bin kurz vorm Verrecken. What kind of tits does this Rosie have? Big floppy sausage tits? Empty saddlebags or beast things? Rosie's a man! And stop touching yourself! It's just for comfort, Pablo. This is a stressful situation, man. You're fucking telling me it is. Ah, can it, you two? Hey, he started it. Mein Gott, was sind die, was sind das für zwei? Die benehmen sich wirklich wie ein Ehepärchen hier. Die streiten wegen jeder behinderten Scheiße hier einfach mal. Setzt euch nach hinten und macht einfach rum von mir aus, ey. Aber lasst mich in Ruhe Auto fahren. Ich möchte nicht eure Ehestreitigkeiten miterleben. Könnt ihr zu Hause machen, im Bett oder was auch immer. Aber nicht bei mir. Ich bin ja der verfluchte Taxifahrer. Das wird dann, ist dann für euch noch extra Kosten dann. Das macht nicht mehr $20, das macht jetzt $50. Ne, warte, lass mich mal überlegen. Nicht $50, sondern $2000. Dann sind wir quitt. Das, was ich mir jetzt anhören musste und was ich jetzt alles miterlebt habe, kostet euch extra. Mein Gott, ich glaube, ich mache jetzt eine Taxi-Corporation auf, ey. Vasitor und Kokage, was auch immer. Und ich weiß, dass diese Hecken einen Bug haben, da durchfahren kann, ja. So, da sind wir jetzt beim... Bro, vom Bike runtergestoßen, like our boss. Come on then, let's go in and see Rosie. Kemp Paul, here to see Rosie. Hey boss, there's somebody here to see you. Oh, go away, I have a migraine. Oh, Rosie, son, it's me, Paolo. Oh, God. My despair is complete. Okay, let him in. Rosie, how are you, my old son? I pray that one day I can escape my perpetual torment and retire in peace and comfort a million miles away from anyone I've ever fucking known. And instead, I get this. Come on, it's me, Kent Paul. Well, hello, Paul. What a pleasant surprise. Who the hell are these guys? These are my boys, Macca and Carl. Sir. You want any speckled doves, boss? I'm peeking on one right now. Top of the range, man. Well, it's fitting as I sit here up to my neck in a river of shit with every mafia gorilla from Liberty City to Los Santos pissing in my face that you, Kent Paul, should witness it. What's the matter, Sam? Too numerous. Impressively insurmountable and depressingly fucking typical, even to mention. It's all right, bruv. Paolo can help. Give us some space, would you, son? I'll give you a tinkle later. All right, for sure. Not you, Macca. Oh, you twat. Unbelievable. Hey, Woolsey. I think I found a way to scope Caligula's casino without causing too much suspicion. We can talk later. Mission erfüllt und dafür haben wir jetzt Respect, Bitches. Und Ken Paul und Ken Rosenberg sind aus GTA Vice City, das weiß ich. Weil ich hatte mit denen zusammen mit Tommy Vercetti ein paar Missionen gemacht. Und mehr möchte ich jetzt nicht spoilern und... Mich ruft jemand an. Speak on it. Hi, Carl. It's me, Paolo. Ja. Listen, Rosie's in a tangle. And I think you're the geezer to sort it out for us, okay, sunshine? Slip round the office and see me, double quick. Yeah, thanks, man. I appreciate the opportunity. Wir sehen uns dann später, Bitch. So. Und das war's dann auch schon mal von diesem Sonntag. Und wir sehen uns am nächsten Sonntag zu meinem nächsten Part von GTA San Andreas wieder. Bis dann.
Na toll. Bruder auch so. Natürlich. Fuck, ey. Scheiß drauf. Naja, da musst du wohl... natürlich, alles sind auf mich gerichtet. Scheiß drauf, gehen wir einfach in den Lüftungsschacht. Oh mein Gott. So. Ja, hab ich schon. So. Esta van, Bitches, ich bin da. Ich werde Area 69 begibt die zum Forschungslabor.